Die Übung PKM ist organisatorisch unabhängig von der Vorlesung, habe ich zu Beginn schon erwähnt, inhaltlich aber mit der Vorlesung abgestimmt. Dementsprechend zerfällt die Übung in zwei Phasen im Wesentlichen, also wird in zwei Phasen organisiert. Die erste Phase läuft parallel zur Vorlesung. Nachdem die Vorlesung bereits Ende Mai oder Mitte Mai zu Ende ist, ist dann auch die Phase 1 der Übung abgeschlossen und es kommt dann weiter zur Phase 2. Ich werde jetzt die beiden Phasen nochmal im Detail vorstellen. In der Phase 1 ist es so, dass ihr jede Woche eine neue Aufgabe vorgestellt bekommt in der jeweiligen Übungsstunde, die immer gleich nach dem Vorlesungstermin im gleichen Hörsaal stattfinden wird. Die Bearbeitung dieser Aufgabe wird ja, zwei bei ein bisschen komplexeren Aufgaben vielleicht ein bisschen mehr Stunden in Anspruch nehmen. Diese Aufgaben sind abgestimmt mit den jeweiligen Vorlesungsinhalten, das heißt, die vertiefen die Vorlesungsinhalte nochmal und bringen sie zur Anwendung. Das heißt, wir verweisen dann auch in den Übungsangaben auch wieder auf das Vorlesungsskriptum, das ohnehin zur Verfügung steht, und auf weitere Recherchestartpunkte, die man gegebenenfalls verwenden könnte. Die Übungen sind dann individuell auszuarbeiten. Jeder gibt quasi die Ausarbeitung der Übung, das Ergebnis ab, beziehungsweise diese individuelle Dokumentation der Aufgaben. Wir haben dann unsere Lernplattform, auf die wir noch später zu sprechen kommen werden, und in der sind die Übungen dann termingerecht abzugeben. Es ist so, dass für die Bearbeitung der Aufgaben jeweils 2 Wochen Zeit ist. Es wird aber jede Woche eine neue Aufgabe vorgestellt. Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgt also im Wesentlichen überlappend. 2 Wochen für die Aufgabe 1, 2 Wochen für die Aufgabe 2, 2 Wochen für die Aufgabe 3 und so weiter. Die Deadlines geben wir dann zur Abgabe, die geben wir dann jeweils auch in der Übungsstunde bekannt. In der Übungsstunde an sich besteht keine Anwesenheitspflicht. Wir werden versuchen, unsere Erklärungen aufzunehmen und die Videos dann wieder bereitzustellen. In den Hörsaalsituationen kommt es nur manchmal zu technischen Schwierigkeiten. Das heißt, wir können es nicht garantieren, dass immer diese Beschreibungen auch verfügbar sind. Wir tun aber unser Bestes, dass es verfügbar bleibt. Ja, dann kommt es zur Ausarbeitung der Übungen, der Aufgaben. Diese Aufgaben müssen abgegeben werden. Es gibt insgesamt 6 Stück, 2 für jeden Themenbereich. Die müssen alle abgegeben werden, sonst kann die Übung nicht mehr positiv abgeschlossen werden. Bei der Beurteilung werden wir dann aus jedem Arbeitsbereich, aus jedem Themenbereich jeweils eine dieser Aufgaben auswählen. Das heißt, es werden insgesamt 3 der Aufgaben auch beurteilt. Und die Beurteilung geht dann insgesamt um zu 60% in die Abschlussnote ein. Das ist also quasi die Phase 1 und danach kommt die Phase 2. Was im Übrigen nicht relevant ist, ist, welcher Übungsgruppe ihr konkret zugeteilt seid. Es gibt ja mehrere Übungsgruppen in der Übung PKM. Die Übungsleiter führen die Übung aber gemeinschaftlich durch. Das heißt, wir werden uns aufteilen, wer welche Übung hauptsächlich betreut und vorstellt. Wir werden uns nicht nach unterschiedlichen Übungsgruppen aufteilen. Das führt insgesamt einfach zu einem konsistenteren Bild, wenn es jeweils für jede Aufgabe eine einheitliche Ansprechpartnerin oder einen einheitlichen Ansprechpartner gibt. Also deswegen auch für die Übung der eine große Hörsaal für die Vorstellung und nicht viele kleine. Kommt zur Phase 2. Das ist eine Projektarbeit, die in Gruppen bearbeitet wird. Also ihr bildet dann frei nach eurer Wahl Gruppen zu 2 Personen und führt dort ein umfangreicheres Beispiel zur Prozess- und Kommunikationsmodellierung durch. Hintergrund ist, dass man in der Phase 1 tatsächlich sehr fokussiert inhaltlich die jeweiligen Vorlesungsinhalte nochmal vertiefen, in der Phase 2 das gesamte große Bild nochmal herstellen wollen, in dem ein umfassenderes Projekt bearbeitet wird. Wir werden dieses Szenario, das dieser Bearbeitung zugrunde liegt, dann in einem separaten Termin vorstellen und dann schrittweise in den Präsenzterminen, die darauf folgen, die notwendigen Werkzeuge, die wir in der Phase 1 noch nicht uns angeschaut haben, auch noch vorstellen.
Man kann damit rechnen, dass das pro Person, es ist ungefähr ein Monat Zeit für diese Phase 2, ungefähr 25 bis 30 Stunden in Anspruch nehmen soll. Also auf das ist auch das Szenario ausgelegt. Ihr arbeitet jetzt in Gruppen zu zwei Personen, also rechnet es mit einem Gesamtaufwand von um die 50 bis 60 Stunden. Zu diesem Projekt gibt es ein Abgabegespräch, das heißt, ihr werdet eure Lösung einer Lehrveranstaltungsleiterin oder einem Lehrveranstaltungsleiter präsentieren, werdet den Lösungsweg und das Ergebnis vorzeigen. Wir haben dann ein Fragenraster, mit dem wir sicherstellen, dass wir auf die gleichen Aspekte schauen, egal bei wem das Abgabegespräch, bei wem von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern das Abgabegespräch durchgeführt wird. Beurteilen das dann und das geht zu 40% in die Note ein. Der Teil muss insgesamt positiv sein, das heißt, es müssen 50% der Punkte erreicht werden. Für den ersten Teil, für die Individualaufgaben, gilt dieses Kriterium nicht. Also es ist auch möglich, wenn man da negativ gewesen wäre, das mit dem zweiten Teil noch zu kompensieren. Genau. Und aus diesem Konvolut, aus den Punkten aus Phase 1, die individuell vergeben wurden, zu 60% zählen und den Punkten für Phase 2, die für die gesamte Gruppe gelten und zu 40% zählen, berechnet sich dann die Gesamtnote in der Übung.